Möglicherweise wird also der Fall neu aufgerollt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit der bayerischen Justizministerin Beate Merk in München. Guten Morgen, Frau Merk. Guten Morgen, Herr Schmiese. Frau Merk, könnte es sein, dass Gustl Mollat ein Justizopfer ist? Herr Schmiese, davon gehe ich nicht aus, denn Gerichte haben entschieden, dass er untergebracht wird, weil er eine Straftat begangen hat, weil er psychisch erkrankt ist und weil er gefährlich ist. Diese Entscheidung des Gerichts wurde vom Bundesgerichtshof überprüft und gehalten. Und in den vergangenen Jahren ist jährlich überprüft worden, ob die Unterbringung von Herrn Mollat fortdauern muss oder nicht. Zuletzt ist das überprüft worden ist die Entscheidung ergangen im September diesen Jahres. Das heißt, die Gerichte haben entschieden und haben diese Entscheidung auch auf Gutachten renommierter Gutachter begründet. Aber nun erwägt ja offenbar die Staatsanwaltschaft Nürnberg, den Fall neu aufzurollen. Jedenfalls will sie prüfen lassen, ob Mollat zu Recht in der Psychiatrie ist und hat ein weiteres Gutachten beantragt. Keimen da nicht Zweifel auf, dass die Entscheidung, dass dieser Mann seit 7 Jahren in der Psychiatrie sitzt, möglicherweise doch falsch war? Nein, das sehen wir nicht so, sondern es ist vielmehr so, dass die Justiz deutlich machen will, dass sie transparent arbeitet und dass sie sich auch einer weiteren Überprüfung nicht verwehrt. Wenn man einem Menschen die Freiheit nimmt, dann muss man das achtsam und höchst sorgfältig machen. Das haben unseres Erachtens die Gerichte getan. Sie haben gebaut auf die Gutachten verschiedener Gutachter, und zwar renommierter Psychiater, die in Deutschland einen Namen haben, einen Ruf haben. Wir haben mehr Gutachter eingesetzt, als das vom Gesetz verlangt wird. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Das sind alles Anzeichen für die Achtsamkeit. Und wir haben, beziehungsweise die Gerichte, das muss ich ganz klar sagen, die Gerichte haben auch einen Gutachter eingesetzt, der von der Verteidigung von Herrn Mollat gewünscht wurde. Man ist also auch darauf eingegangen. Jetzt wird noch einmal geprüft, um sehr deutlich zu machen, dass hier sorgfältigst gearbeitet wird und dass ein Mensch nicht einfach nur in die Psychiatrie gesperrt wird, sondern dass dies selbstverständlich auch durch eine psychische Erkrankung und durch seine Gefährlichkeit belegt sein muss. Frau Merk, um unseren Zuschauern das noch mal zu erklären. Dieser Fall wirkt ja besonders heikel, weil die vermeintlichen Wahnvorstellungen, die Herrn Mollat vorgeworfen wurden und was der Grund auch ist, warum er in der Psychiatrie ist, zu großen Teilen ja wahr scheinen. Er hat ja immer von den Schwarzgeldtransfers seiner Ex-Frau durch die Hypovereinsbank gesprochen, Transfers in die Schweiz. Und dazu sagte die Bank, und ich will das noch mal zitieren, obgleich es in dem Bericht war: Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Das sagte die Hypovereinsbank bereits 2003. Da waren Sie gerade Justizministerin und da kam Herr Mollat in die Psychiatrie. Entlastet diese Aussage der Bank, dass seine Aussagen zutreffend waren, seine Behauptungen, entlastet das nicht Herrn Mollat? Nein, denn erstens haben wir ganz genau diesen Bericht angeschaut und festgestellt, dass die Steuervorwürfe, die Herr Mollat erhebt, gerade nicht durch diesen Bericht bestätigt werden. Und zum Zweiten ist es so, dass Gutachter, die Herrn Mollat geprüft haben, untersucht haben, ganz klar gesagt haben, es ist völlig unbeachtlich, ob sich die Vorwürfe, die Herr Mollat erhebt gegen seine Ehefrau, nun bestätigen oder nicht. Herr Mollat ist psychisch krank, ob sie sich bestätigen oder ob sie sich nicht bestätigen. Und aus diesem Grund, allein aus diesem Grund, ist die Unterbringung erfolgt. Von einem paranoiden Gedankensystem war die Rede, was natürlich fußt auf diese Behauptung durch Herrn Mollat, Schwarzgeld sei transferiert worden. Nehmen wir jetzt einfach mal die anderen Vorwürfe. Er soll seine Ex-Frau geschlagen haben und er soll Reifen zerstochen haben. Für diese Vergehen hätte er möglicherweise seine Strafe längst abgebüßt. Nun ist er nach Strafgesetzbuch § 63 psychisch krank und sitzt in der Forensik, in der Psychiatrie. Dort kann er jetzt sein Leben lang schmoren. Was passiert mit Herrn Mollat? Wie kann er freikommen? Nein, natürlich kann er nicht sein Leben lang schmoren, sondern es ist in einem Rechtsstaat selbstverständlich so, dass jährlich überprüft werden muss, ob Herr Mollat noch gefährlich ist und ob seine Unterbringung deswegen noch notwendig ist. Und diese Überprüfungen werden durch ein Gericht gemacht. Und das Gericht
basiert seine Entscheidung auf Gutachten von Psychiatern beziehungsweise auch auf die Aussagen der behandelnden Ärzte im psychiatrischen Krankenhaus. Das heißt, es wird nicht am grünen Tisch entschieden, sondern es wird selbstverständlich entschieden nach ärztlichen Erklärungen. Frau Merk, eine Frage noch. Sollte Gustl Mollat jetzt doch nicht psychisch krank sein und das Gutachten, was beantragt wurde von der Staatsanwaltschaft, das erweisen, könnten Sie dann eigentlich weiterhin Justizministerin Bayerns bleiben? Herr Schmiese, die Gerichte in unserem Land entscheiden völlig unabhängig. Eine Justizministerin hat mit diesen Gerichten überhaupt nichts zu tun. Das heißt, sie hat auch nicht die Möglichkeit, auf die Entscheidungsfindung eines Gerichts Einfluss zu nehmen. Wir haben aus gutem Grund unsere Richter unabhängig, weil Justiz auf Rechtsprechung keinen Einfluss nehmen darf. Wir wissen in Deutschland ganz genau, warum das so wichtig ist. Und deswegen bin ich der Meinung, sollten wir auch darauf vertrauen, dass unsere Gerichte in ihrer Unabhängigkeit und mit Achtsamkeit und größter Sorgfalt so wichtige und so schwerwiegende Entscheidungen treffen. Also in einem Wort, die Antwort ist ja. Vielen Dank, Beate Merk, Justizministerin in Bayern, für dieses Gespräch.